Die Schlangenspitze. Moment, noch kurz umdrehen. Okay, ist nichts mehr. Der Fürst der Knochen geht zum Thronsaal. Aha, und da drauf ist wohl ein Ort für ein Pferd, oder wie? Das ist kein Ort für ein Pferd. Anscheinend doch nicht. Mensch, ist auch nicht, was du willst. Aber ich finde die zwei so cool. Vor allem, die streiten auch immer. Das sieht man später noch. Das sieht man sehr ein bisschen besser. Hep. Da vielleicht? Doch, Tatsache. Ich habe noch mal keinen Überblick. So, wir müssen jetzt zum Thron sein. Wir wollen ja zum ewigen Thron. Hier ist noch eine Kiste. Ich muss doch. Hier kommt man bloß einmal hin. Deswegen muss man besonders gut aufpassen. Und alles mitnehmen. Heiltrank und eine besessene Doppelsense. Das ist doch schön. Kann man dann später wieder verpfänden. So. Da. Doch mal doch gerade. Wohin denn jetzt bitte? So, klettern wir an diesem großen Schiff entlang. Huch. Ja. Hep. Und. Oh, gerade noch so. Hep. Hep. Nein. Hä? Ich hab ein Problem, Nein! Scheiße! Will nicht sterben! Ah, jetzt da. Oh Gott, hä? Bin ich irgendwie unsterblich? Hab ich irgendwie einen. Ah, nein! Zu spät. Ne, ich muss schon da lang, gell? Jetzt drehst du doch nicht immer so hin, wie du es gern hättest. Ich hätte gerne eine eigene Sichtweise. Die Kamera dreht sich immer so etwas doof. So, jetzt aber. Hep. Jetzt aber darüber. Haha, geschafft. Zumindest den Teil. Jetzt sind wir, glaube ich, ein Stockwerk höher. Wir müssen ja nach ganz oben hin. Was haben wir hier? Ein Halter. Ich kann nicht. Unmöglich. Oh, Mörder-Schulterstück. Das schaut ja ganz nett aus. Das ist so schön grün. Ach da. Haben wir sonst noch irgendwas Schönes? Nö, das ist nicht so toll. Ist auch nicht so toll. Hier sind Dinge. Wollte meine Essenz wieder aufpeppen, gell? Verbessern. Krischern. Was mit Kill? Frostschaden. Ja, das ist eine Waffe, ich weiß. Der wilde Hammer, geliebte Schocks, grimmige Axt. Chance auf Gesundheit. Ja, machen wir den da und den da. Schauen, was dabei rauskommt. So. Halten wir jetzt mal den Rest noch. Und gehen direkt weiter.
wobei schon richtig gibt. Ah, so, hep. Da jetzt hoch. Na, hoch. So. Nein, das war falsch, glaube ich. Ach, das muss ich gleich komplett neu anfangen. Hep, zack. Jetzt habe ich mich besser umschauen, wie es ausschaut. Na, jetzt geh halt hier hoch. So, und wo springe ich denn da jetzt eigentlich hin? Hä? Aber ich konnte auch nicht mit drin auslassen, das sieht doch nicht. Ich mache hier irgendwo was falsch. Ah, ich glaube, ich weiß. Ach, jetzt da. Ich glaube, ich weiß, wie ich es richtig machen muss. Ich bin auch so doof. Nein, Moment. Glaube ich. Moment, jetzt nochmal in Ruhe umschauen. So, jetzt aber. Jetzt komme ich dahin. So, dann hier auf die andere Seite. Dann jetzt fallen lassen. Coole Aussicht. So, dann jetzt hier drüber. Und hier jetzt auf der anderen Seite. Wow, das war jetzt knapp. Gefühlt zumindest. Immer weiter nach oben. Hep. Und... Doch, ich muss schon hier rüber. Gut. Ach, da muss ich runter jetzt. Ich habe es jetzt gar nicht gesehen. Ach da. Hep. Jump. So, ein bisschen neu orientieren. So, jetzt aber. So, hier rüber. Oh, hä? Sind wir schon fast durch? War das schon der Weg zum Thronsaal? Muss ich jetzt hier? Doch, ich muss hier komplett runter. Gut. Habe ich es denn schon geschafft? Ich weiß es noch nicht. Sehen wir ja bald. So, rüber auf die andere Seite und... Ich habe es, glaube ich, geschafft. Ich bin... da. Der ewige Thron. Wir sind angekommen. Und da ist anscheinend der neue Trainer. Hat der Kanzler dich geschickt? Nun, Reiter, ich habe den Tod schon einmal besiegt. Und ich kann es wieder. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Natürlich nicht. Du stinkst immer noch nach Hoffnung. Du hättest dich nicht mit dem Kanzler treffen können. Das erstmal, was für ein Kanzler. Zweitens, warum hast du überall Klingen in deinem Körper? Vor allem innen in deinem Körper. Erstmal Kanzler. Kanzler klingt nicht nach viel. Seit Ewigkeiten lässt seine Zunge Gift in die Ohren des Königs der Toten tropfen. Er sitzt fast auf dem ewigen Thron und er verlangt Dienste. Na, immer diese Kanzler. Ich kenne dich nicht. Wer bist du? Ich bin der Meister der Klingen. Und alles, was von dem Krieger aus dem Reich der Menschheit übrig ist, der einst Draven hieß. Ich hätte vor langer Zeit den Quell der Seelen passieren sollen. In der Arena habe ich meine Freiheit gewonnen. Nur um unter das Joch des Königs der Toten zu geraten. Tja, blöd gelaufen. Tja, aber du kannst mich hier trainieren, oder? Eieieiei. Das ist so. Hui. Kippsäge in der Luft alt. Links oder rechts werden Schuss. Kann man bestimmt mal machen. Beeindruckend. Witwenmacher. Du hättest dich in meiner Armee gut geschlagen. Natürlich, ich bin der Beste. Ich bin der Todjunge.
Ach, widmen mal, richtig Maus, dass du mit richtigem Timing beim Angriff mit schweren Kraftangriffen ein starker Angriff mit Wirkbereich der Feinde Luftwirbel. Oh, das hört sich doch ganz nett an. Das kam unerwartet. Grabenbrecher mit richtigen Teilen, Einschlag mit schweren Eingriffen, ach warum nicht? Austrägen, Hammertraining, Liefentraining, Faustschildtraining, das ist alles speziell für die einzelnen Waffen. Was ist denn Aufsteiger? Während Gottes Faust. Puh, was habe ich denn gerade eigentlich? Ein Hammer, gell? Dann nehmen wir mal den Hammer. Erweitert aufgeladene Hammer-Moves, um ein Volltreffer-Timing zu ermöglichen. Beeindruckend. Ach komm, ich du hättest dich in meiner Armee gut geschlagen. Armklingen habe ich auch immer sehr gerne. Dann die Axt. Glief mag ich überhaupt nicht. Klauen mag ich auch eher. Komm, nimm die Handschuhe noch. Faustschild. Da habe ich sowieso fast kein Geld mehr. Keine Ahnung, nehmen wir das auch noch mit. Ich kaufe sowieso alles, also ist gerade wurscht. Ich weiß bloß noch ein bisschen mal aussortieren, weil ich nicht alles kaufen kann. Mögest du am Blut deiner Gegner ziehen? Ja, werde ich machen. So, bevor wir jetzt aber zum King gehen, beziehungsweise ich glaube, wir werden gar nicht zum King können, weil der komische Kanzler eben noch im Weg ist. Durchsuchen wir noch ein bisschen das Schiffchen. Jetzt gibt es ja glaube ich noch einen Stockwerk nach unten, genau. Ah, cool. Ich kann nicht. Ja, dann kannst du halt nicht. Bin ich eigentlich voll? Oh, jetzt bin ich voll. So. Aber ich glaube, eine Kiste ist hier glaube ich nicht mehr. Nee, sonst wäre sie jetzt in der Minimap angezeigt. Aber ich kann die Kisten, also diese Kisten, die Holzkisten kann ich hier mal auseinandernehmen. Ah, das ist ein Schlammfoliant. Ah, das kann ich auch mitnehmen. Aber ich glaube, ich habe hier jetzt nichts, oder? Geschenk von Engelsen, Geschenk von Anonym. Dreistein, ich biete dir diese Einladung an, um bei der Feuerprobe zu bestehen. Ewiger Ruhm erwartet dich, wenn du sie komplett schaffst. Wenn du überlebst, dann suche mich auf, um meine Herausforderung anzunehmen. Hinweis, die Feuerprobe ist durch schnelle Reise im Kartenbildschirm zu erreichen. Dankeschön. Stimmt, das habe ich gar nicht mehr angenommen. Der Narr. Bei einem neuen Abenteuer ist alles unbekannt. Der Reisende beginnt als Narr und gelangt zu wissen, während sein Weg aufgedeckt wird. Die Feuerprobe wurde auf der Weltkarte freigeschaltet. Nimm diese Karte mit und stecke die Identität des Absenders auf und dessen Motivation. Okay. Dann können wir auch mal machen. Es wird halt ein ziemlich heftiges Gemetzel. Na, ich krieg dich das nicht gut. Wahrscheinlich geht die auch gar nicht kaputt. So. Dann gehen wir noch auf der anderen Seite wieder hoch. Und dann würde ich sagen, reden wir mal mit dem Kanzler. So, ach ja, die sind auch noch verpissen. Moment. Moment. So, ach komm, die Kleinen lasse ich jetzt mal, die sind so frickelig. Sprich mit dem Fürst der Knochen. Na Leute? Niemand stört den Fürsten der Knochen ohne Erlaubnis seines Kanzlers. Ein Reiter im Königreich der Toten. Nein, nein, das funktioniert niemals. Ich muss mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Oh, das ist unmöglich. Mein Herr besucht sein Reich. Eine Last, die selbst die Kräfte von euch Reitern überfordert. Und welche Verwendung hast du? Ein Türstopper? Es gibt jedoch einen Weg, ihn aus seinem Schlummer zu wecken. Die Goldene Arena. Dort wird Sterblichen eine letzte Chance geboten, sich dem Grab zu entziehen. Eine Gunst, die eine Audienz beim König beinhaltet. Besiege den Champion der Arena und kehre mit seinem Schädel hierhin zurück. Seine Majestät wird dir dann eine Audienz gewähren. Und wo ist diese Arena? Mach dir keine Sorgen, Reiter.
Wir sind bereits angekommen. Die Arena. Argul Achidna. Ah, Argul und Achidna waren ja die beiden Gegner, die wir für Tane besiegen müssen. Quatschen wir mal ein bisschen aus, den guten Kanzler. Fangen wir mit Argul an. Euer König ist nicht der Erste, der hier herrscht, richtig, Kanzler? Es gab einen anderen. Eine Kreatur namens Argul. Zu verrückt, um ihn auf dem Thron zu lassen. Ich half meinem Herrn, ihn loszuwerden. Und vernichtete sogar einige seiner Diener. Tschüss. Was würde mein Herr nur ohne mich machen? Ich weiß nicht. Besser herrschen? Keine Ahnung. Achidna. Ich glaube, das war die Spinne. Was hat Achidna mit eurem Königreich zu tun? Wie ich hörte, hatte sie ein eigenes. Das Schattenreich Isselik, ja. Wo die blinden Schwestern ihre Netze spannen. Viele Feinde meines Herrn flüchteten damals dorthin, als seine Herrschaft noch jung war. Wir jagten sie. Achidna konnte so gerade entkommen. Vielleicht suchte sie dort Unterschlupf und webt dort noch immer ihre Bosheiten. Tja, dann werden wir sie dort aufsuchen. Hey, ich möchte mit deinem König sprechen, verdammt nochmal. Lass mich mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Dann werde ich euren Champion verschonen. Und dich vielleicht ebenfalls, Kanzler. Du kannst nicht erschlagen, was bereits tot ist. Aber du kannst es gerne versuchen. In der Arena. Vergiss, was ich darüber sagte, dich zu verschonen, Türsteher. So gefällt mir das besser. Verdammt nochmal, ich bin der Tod. Was ist dein Herr? Erzähl mir vom König der Toten. Seine Herrschaft ist ewig. Sein Wort ist Gesetz. Und seine Zeit ist unbezahlbar. Ich stelle sicher, dass er nur mit jenen sprechen muss, die es auch wert sind. Dann siehst du ihn wohl selten, Kanzler. Sei in der Arena vorsichtig, Reiter. Sollte dir etwas passieren, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit leben könnte. Du bist doch tot, Junge. Jetzt laber nicht. Tja, ja. Noch ein guter Konter zum Schluss vom Tod. So, wir haben Fähigkeitenpunkte erhalten, wie es ausschaut. Dann lösen wir den doch mal kurz ein. Ach, schau mal, hier muss ich hin. Nehmen wir nochmal die hier. Reap-Energie. Das wird ich auf jeden Fall brauchen. Kann ich hier auf meinen Reaper wieder einsetzen. So, wir müssen jetzt zur Arena. Um dort den Champion zu töten. Also, ja. Kann man den Champion töten? Er ist ja eigentlich tot. Also wir besiegen den Champion, sagen wir mal so. Unabhängig mal davon, ob man ihn jetzt nur töten kann oder nicht. So. Jetzt hier liegen in Einzelteile, was weiß ich. Na? Das meinte ich. Ich finde die zwei so cool. Genau, die streiten nämlich gerne. Bleib auf deiner Seite. Boah, das ist Mundgeruch. Boah. Ich finde die beiden süß. Ich glaube, das war schon die ganze Animation, oder? Dann fängt es wieder von vorne an. Ach, und hinten, schön im Hintergrund, der Baum des Todes. So. Ach, die machen gerade gar nichts mehr. Boah, also mächtige Viecher sind schon. Hey, Ostergut, wie geht's so? Ich habe reichlich Waren, wenn du Münzen übrig hast. Du schon wieder? Wie bist du hierher gekommen? Ein Händler kennt viele Straßen. Nicht alle von ihnen werden mit Reitern geteilt. Naja, gut zu wissen. Alles neue Waren aus nahen und fernen Ländern. Ah, ich habe ja keine Kohle mehr. Ja, aber was ich verkaufen... Ach, verkaufen wir dann. Relikt von E2Goth. Belohnung 3000. Ja, das werde ich gut gebrauchen können. Relikt von Kagoth. Fähigkeitenpunkt erhalten, sehr schön. Finstertalisman, Weißentalisman, den wir hier unten verkaufen.
Der Schafferstiefel werde ich jetzt ausnahmsweise mal los. Die weißen Stiefel auch. Und auch. Ich werde ein bisschen Geld, Zeugs los, wenn ich ein bisschen Geld kriege. So. Gebunden. Schoner. Die Schoner auch. Schafferrüstung, Mörderharn, ich spuck jetzt mal weg, normalen Harnisch auch. Ja, das werde ich. Hui, dann pack ich trotzdem weg. Schaffer Schulterstück. So. Wobei ich die Gegenstände hier noch ein bisschen behalte fürs Verbessern von der Waffe. So, dala. Was Feines? Ja, ein Heiltrank. So, was meinte ich als Feines? Na, was ist denn da? Seite des Buchs der Toten. Bevollständige das zweite Kapitel. Halt mal, halt mal. So, lala. Steigen wir mal ein in die Arena. Rufe den Champion der Arena. Aber ich würde sagen, die goldene Arena machen wir einfach das machen wir einfach das nächste Mal. Bis dahin, ciao.